Einen wunderschönen Freitagabend wünsche ich euch. Willkommen zurück bei Superliminal. Das Spiel der Perspektiven und der Rätsel, die mit Hilfe von Perspektiven gelöst werden müssen. Ich habe unglaublichen Spaß daran. Ich nehme jetzt gleich die nächste Folge hintereinander auf, weil ich einfach nicht mehr aufhören möchte. Und ich bin gerade im Überlegen, gehe ich erst da oben lang oder erst da unten lang. Viel wichtiger, also ich habe da oben vergessen, den Schalter zu betätigen. Also gehen wir erst hier draußen gucken und gehen dann da oben weiter. Weil ich will natürlich wissen, wo geht es denn regulär weiter? Ich will alles gesehen haben. Eine Tür. Da haben wir ein Portal. Und da ist ein Radio. Das heißt, wahrscheinlich geht es hier wirklich weiter. Also werde ich zunächst einmal den anderen Weg gehen. Da ist was Rotes. Werde ich zunächst einmal den anderen Weg gehen, weil ich hoffe, dass es da wirklich weitergeht. Weil da ist ein Radio. Und bisher hieß es ja eigentlich immer am Radio, ja, gehen Sie da weiter. Und du mal mit. Du musst mal ganz kurz darüber gehen. Du störst aktuell nur. Das ist wichtig. Vielen Dank, Herr Läufer. Muss ich nur dran denken, hier wieder rauszugehen. Ja, gut. Wird man eh dazu gezwungen. Aber ich wollte das hier auch gesehen haben. Der Mülleimer. Ein sehr schönes Exemplar. Auch relativ gut gefüllt, sieht man. Obwohl er so abgelegen ist. Und da hinten ein Portal ist, brauche ich die Gegenstände auch gar nicht mehr. Weil ich sie eh nicht dadurch mitnehmen kann. Herr Pierce. Sagen Sie doch mal, was Sache ist. Herr Pierce, ich höre Ihnen zu. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce and we still can't find you. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. You should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Will all of this work? Absolutely. Warum sagst du should und dann absolutely? Also du bist doch gar nicht sicher, ob das hilft. Wir werden es rausfinden. Weiter geht's mit der schönen Fahrstuhlmusik. Oh. Hier wird's ein bisschen zu viel mit dem ganzen Rot, weil das hier eher so ins Rosé geht. Finde ich. Aber gut. Erstmal wieder alles umschauen, ob da irgendwo was steht oder so. Irgendein Gag da ist, den ich nicht verpassen möchte. Ja, wichtig. Feueralarm. Lustig wäre eigentlich auch, wenn die Uhr hier richtig drin wäre, also die Original-Uhrzeit anzeigen. Ist aber nicht der Fall, weil bei mir ist es kurz vor Mitternacht und die Uhr zeigt eindeutig kein Mitternacht an. Oh, habe ich die Fenster aufgemacht da oben? Gerade eben eine Hand gesehen, oder? Ja, wieso nicht? Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant, as we will no longer have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away.
Oh, ein Ausgang. Wie passend. Moment. Ah, du bist mir noch zu klein. Ich brauche ich hier. Das ist so gut. Verdammt, ich gehe mal zu nah ran. Aber erst muss ich hier noch gucken, was wir sonst noch so haben. Der Käse, der ist wichtig. Der Ball war auch mal, der Würfel war auch mal wichtig. Die Dose, immens wichtig. Und natürlich. Entschuldigung. Das ist neu. Und der Mond. So gut. Ja, jetzt sollten wir hier aber rausgehen können, oder? Ist das zu groß? Bin ich zu groß? Nein, es klappt. Und Feueralarm anstellen. Mitnehmen kann ich leider nichts. Doch, kann ich. Oh, ich will den Mond haben. Nein. Ich bin zu groß. Ich komme nicht mehr raus. Verdammt. Ich wollte doch den Mond haben. Naja. Wie gern ich den Mond mitgenommen hätte. Ein bisschen kleiner darf die Dose schon sein. Ja. Ich habe übrigens... Ich glaube, das war zu meinem... Oh, ich bin mir nicht sicher. 10. Geburtstag? Naja, 10. glaube ich nicht, war ein bisschen später. Eine 0,33 Dose Cola bekommen. Das war meine allererste Cola, die ich damals getrunken habe. Don't get lost. Beer found. $5. Dakota. Regular person. 3 bis 5 dreams per night. What if there's a fire im elevator? Don't meet sister-in-law. Komm mit Dose. Oh, warte. Wichtig. Schön ankrapschen. Aufzug. Bring mich wohin. Seize the day. Oh, mache ich auf? Passiert was? Hallo? Schön, dass unterschiedliche Ladescreens sind, also der Balken. Guten Morgen. Es ist 4 Uhr. Eine Stunde später als vorher. Ich sehe aber keine Unterschiede zum letzten Mal, wenn ich ehrlich bin. Man, das wurde aufgefüllt. Jetzt dürfte ich nicht runterfallen, oder? Eben. Ich habe nämlich den Ding vorher benutzt. Also wichtig ist echt immer Feueralarm auszulösen, dann kommt man hier auch weiter. Ja, wir den kaputt machen. Leider gibt es nur eine Dose. War das nicht vorher hier alles rot? Jetzt ist es gelb. Oh. This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. Und wie? Wie soll ich das machen? Kein Hinweis. Vielen Dank. Ich werde mein Bestes geben, dieses Paradoxon wieder aufzulösen. Indem ich diesen Raum betrete. Feueralarm. Ich komme da nicht hoch. Weil hier ein Portal ist, dürft. Ich habe eh nichts gehabt, was ich mitnehmen konnte. Doch, ich habe da hinten, ganz da hinten die Dose gehabt. Gucken, ob ich die mitnehmen kann. Habe ich nicht sogar hier mitgenommen? Bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich habe die gar nicht mitgenommen vor der...
Bei dem Automaten. Genau. Komm mal mit. Mal schauen, ob ich dich da hinten mit durchs Portal kriege. Oder ob nicht. Wahrscheinlich nicht, weil eigentlich geht nicht durch dieses Portal. Ja, dachte ich mir. Abgehauen. In Ordnung. Dann schauen wir doch mal, was wir hier Schönes finden. Kurator only. Da kann ich doch lang gehen, oder? Wiring Diagram. Schema Elektronik. Elektrik. Earthline Neutral Timer. Schaltschema. Reception is reality. Your friendly doctor, Pierce, will get through this. March 1991. Ich will jetzt mal hier hinten gucken. Hier ist doch was, oder? Lass mich da durch. Irgendwas werde ich daraus wieder ziehen können. Deswegen steht das da so. Irgendwo ist hier perspektivisch wieder was, was ich rausgreifen kann. Oder ich nehme einfach diesen normalen Würfel. Komm mit. Private. Ha. Privat. Als ob. Aber das Schild sagt mir ja den Weg. Dementsprechend gehen wir hier links lang. Das ist kein Feuerlöscher. Und kein Feueralarm. So. Ein weiterer Würfel. Danke. Sogar nur ein halber Würfel. Und Äpfel. Das sind da auch Äpfel. Und der hat hier auch eine Figur. Alles beim ersten Mal nicht gesehen. Komm mit. Dann machen wir uns jetzt eine schöne Leiter draus. Verdammt. Zu spät, nochmal. Und den ganzen nehme ich mit. Ich will ja keinen kaputten Würfel haben. Allerdings brauche ich anscheinend gar keinen Würfel mitnehmen, weil ich hier immer wieder einen neuen Würfel kriege. Oh, mit Boden. Und Licht. Okay, warte. Licht, ich brauche dich. Ah, danke schön. Sehr schön. Wie hier sonst so? Ist hier hinten irgendwas? Einmal hinschmeißen? Nein. Da ist auch nichts. Nur da der Schacht. Ja, dann gucken wir doch mal, was hier im Schacht ist. Professional tip, the average adult can only withstand 3 to 5 dreams per night. Once this threshold is eclipsed by entering more dreams, your mind will suffer an explosive mental overload, reorienting you for the emergency exit protocol. Please subject yourself to explosive mental overload. Bevor ich allerdings da unten weitermache, will ich ja wissen, was hier oben ist. Ich nehme an, dass das allerdings hier sowieso eine Sackgasse sein wird.
runterfallen, ja. Das ist der Hinweis, da hinten ins Loch gehen. Aber ich will trotzdem mal schauen, was hier ist. Do not cross. Man muss trotzdem alles angeschaut haben. Vielen Dank fürs Licht. Komm mit. Ich nehme mich mit. So einen Gegenstand kann man immer gebrauchen. Und Licht scheint hier ja genug zu sein. Zumindest sieht das erstmal so aus. Eine Random Soda. Baking Soda. Oh, du spielst nicht mehr mit? Okay. Ja. Leider kein Gegenstand. Sieht ein bisschen verwaschen aus. In dieser Welt. Anscheinend verschiedene Ebenen. Moment. Jetzt seht ihr aus wie normale Würfel. Ich kann euch aber nicht greifen. Da machen sie einen erst Hoffnung und ich fall wieder drauf rein. Aber dasselbe hatten sie ja da vorhin auch schon mal gemacht. Papierkram, Symbolic Meaning and Brainwaves, ein Apfel. Naja, ein Apfel am Tag hält den Doktor fern, nicht wahr? Und daher ist es gut, dass hier auch mal so ein grüner Apfel liegt. Guten Tag, da sind wir wieder. Oh. Interessant. Okay. Moment. Einmal bitte abtauchen. Was kann ich mit dir machen? Nach oben. Na gut. Komm mit. Wenn ich den jetzt hochschiebe, geht dann alles hoch? Nee, der ist blockiert. Okay. Kann ich ihn auch bewegen, wenn ich mich draufstelle? Nein. Mann, was Neues. Kunst. Die Gänge schaut, ob man da durchs Fenster kann. Durchs Dachfenster, aber... In meinem Traum kann ich das wahrscheinlich nicht. Please note that a reluctance to volunteer for the risks associated with explosive mental overload implies a misunderstanding of all other solutions, all of which are far more traumatic and likelier to result in catastrophe. I am not capable of suboptimal suggestions. Please exit this dream as soon as possible. Aber warum denn? Das ist doch schön. Hier passiert doch nichts Schlimmes. Oder? Ich weiß es nicht. Das ist traurig. Aber egal. Aber wir kommen damit auch raus. Alles in Ordnung. Inzwischen habe ich den Dreher raus. Oh, ich habe den Feuerlöscher, glaube ich, nicht bedient, oder? Eben. Wie konnte ich nur? Ich habe den Feuerlöscher vergessen. So, dann springen wir mal hier rein. Machen den Feuerlöscher. Und dann schauen wir mal, was in diesem Raum noch zu lösen ist. Und das wird dann noch der letzte Raum sein für diese Episode. Auf jeden Fall wieder irgendwas mit diesem... Würfel. Ich habe nur ein bisschen Angst, was da passiert. Nichts. Naja. Viele kleine Würfel. Komm mit, du Würfelteil.
Ich frage mich, wie lange es dauert. Also wie lange das Spiel noch geht. Wie viele Rätsel sie noch eingebaut haben. Wie lange es dauert, bis ich aufwache. Sollte ich jetzt... Ich werde wahrscheinlich gleich noch eine nächste Episode mit aufnehmen. Sollte natürlich dann der Teil zu kurz werden, würde ich ihn hier einfach hinten dran schneiden. Müssen wir halt mal gucken. Ja gut, aufwachen bitte. Das war kein Aufwachen. Und ich kann davon nichts nutzen. Also muss ich hier zurückgehen. Gehen wir zurück. Und ein weiterer Feueralarm. Wir waren hier schon mal. Oder auch nicht. Was haben wir hier? Emotions, Expectations, Highly Affect Dreams, Dream Layer of the Mind, You Are Here. Wir haben noch ein paar Stufen vor uns. Testers so far, Jonas Dawson, Arthur Willis und Yo-Yo Smith. People only dream of ordinary objects. Boring. In Ordnung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Und da hier dieses Flipchart sagt, wir sind erst auf Ebene 3 von 8, würde ich sagen, wir werden sicherlich noch ein bisschen was an diesem Spiel zu tun haben. Bis dahin, wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao, Leute.